Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von One-Eyed Lee and the Dinner Party. So, ich habe inzwischen einen Tipp gekriegt und zwar sollen wir uns wohl mal alle Vorhänge angucken. Insofern würde ich sagen, Moment, wir starten erstmal hier bei dem Großen. Ein roter Vorhang. Vielleicht wird er als Hintergrund benutzt. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Moment, den hier hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ein roter Vorhang. Er wird benutzt, um merkwürdige Risse in der Wand abzudecken. Okay, wir gucken mal weiter. Moment, das Gemälde habe ich angeschaut aus Versehen. So, hier ist ein Vorhang, der ist aber... Ah doch, ein Vorhang. Vielleicht aus Privatsphäregründen oder aus Gründen der Privatsphäre. Vielleicht. So, hier sind nur die Jacken. Das ist kein Vorhang, würde ich sagen. Schauen wir mal weiter. So, hier im Bad ist wahrscheinlich nichts, ne? Hier ist höchstens der hier, ein roter Vorhang. Wahrscheinlich für ein bisschen Privatsphäre in der Nacht. Gut, hier im Bad ist der hier noch. Ein roter Vorhang für Privatsphäre. Das ist ja alles dasselbe eigentlich, ne? Mal gucken. Hier vielleicht noch. Ah, hier ist noch einer. Ein netter Vorhang. Die Farbe ist von sehr tiefem Rot. Hier sind die Risse. Okay, ja, das ist ja aber... Ein Vorhang ist hier eigentlich nicht. Das ist jetzt eigentlich sehr tiefes Rot. Ist jetzt eigentlich nichts Besonderes bei rumgekommen. Hat mich da jemand rangekriegt? Das wäre ja blöd. Moment, hier hatten wir geguckt, auf der Toilette auch, hier im Bad auch, hier waren wir auch. Ja, nee, doch, jetzt waren wir überall. Hier ist noch am Rand einer. Roter Vorhang. Und der hier hinten? Ist der? Nee, der ist nicht anklickbar. Das ist kein Vorhang. Dann hat mich doch, also wirklich, wer hat mir das denn mitgeteilt? Das stimmt ja dann gar nicht. Aber was machen wir denn dann als nächstes? Dann bin ich ehrlich gesagt ein bisschen unsicher. Es gibt ja eigentlich hauptsächlich Leute, die wir aus dem Weg kriegen wollen. Ne? Also im Prinzip alle. Wir wollen, dass der Herr hier weggeht, damit wir an den Schrank kommen. Wir wollen, dass Priscilla oben weggeht, damit wir an dem Gemälde was machen können. Wir wollen, dass die Mutter weggeht, damit wir hier die Schere klauen können. Wir wollen im Prinzip, dass alle uns mal kurz alleine lassen. So. Das verwirrt mich jetzt aber doch, dass das mit dem Vorhang überhaupt nichts gebracht hat. Wir können ja... Oder ist hier noch was? Nee, das sind alte Klamotten. Wurden wohl lange nicht mehr angefasst. Hier waren die Risse. Da wurde ja aber auch nicht mehr dazu gesagt. Können wir nach den Rissen vielleicht fragen? Nee, ich glaube nicht, ne? Weil die kannten wir schon. Hallo? Nee, da ist nichts weiter. Das hatten wir alles. Hier war nur noch die Notiz und die Toilette halt. Du guckst schon wieder die Toilette an. Ja, ich wollte mal in dem Tank nachgucken. Du bist sicher, dass du nicht mal musst? Ich muss nicht, Lee. Okay, sagen die noch was Neues? Das dritte Mal, hä? Ich wollte dahinter gucken und unter dem Sitz. Willst du, dass ich kurz rausgehe? Ich muss nicht, Lee. Okay, passiert noch mal was? Und? Ja, okay, jetzt muss ich schon irgendwie. Ha! Oh, okay, wow. Ja gut, das hat jetzt nicht so viel gebracht, aber immerhin, passiert jetzt noch irgendwas? Nee, mehr gibt's wirklich nicht anzugucken. Na gut, Klopapier können wir auch nicht klauen. Wir mussten es wohl lange nicht mehr benutzen. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, hier die Notiz haben wir schon gefunden. Ich wollte eigentlich... Lass uns mal mit Priscilla nochmal reden. Die ist ja eigentlich bisher der interessanteste Charakter von allen. Oder sieht sie zumindest die meisten Geheimnisse zu haben scheint. Gucken wir mal. Was sagt ihr denn noch?
Hi. Nee, das ist aber auch nichts Neues. Haben wir die Gemälde alle angeguckt? Ich glaube eigentlich schon. Gibt's irgendwas? Make-up, Seife, Parfüms, mehrere Beauty-Dinge. Nehmen wir aber nichts von mit. Hier, die Lady sagt, glaube ich, auch nichts mehr, ne? So, die sagt Hallo, was ist mit... Ja, das hatten wir schon. Wir könnten natürlich einmal probieren, Lee aufzuhalten. Wir machen das nochmal. Hey, warum hast du die Bücher deiner Tochter weggenommen? Entschuldigung? Boah, Lee. Was denn? Willst du nicht, dass ich die schweren Fragen stelle? So, und diesmal stoppen wir ihn. Lee, du kannst nicht sagen, was du gleich sagen wirst. Aha. Es tut mir so leid, Harriet. Wir waren nur verwirrt, warum Serena ihre Bücher nicht haben könnte. Nun, das ist sehr einfach. Diese Bücher waren nicht vereinbar mit den... mit was wir von... mit James lehren. Er hat angewiesen, dass sie entfernt werden. Also habe ich sie versteckt und ihr verboten, danach zu suchen. Zuerst hat sie sie zurückgesucht, aber ich bin sehr durchsetzungsfähig. Und irgendwann hat sie aufgegeben. So ist das manchmal mit Kindern. Du wirst es verstehen, wenn du älter bist. Das bezweifle ich. Nun, will ich nichts weiter davon hören. Bitte. Bitte unterstützt nicht die Faszination meiner Kinder mit Dingen aus der alten Welt. Ah. Ahem. Okay, hat sie hat beleidigt. Gut, aber dann haben wir jetzt den Dialog auch noch, immerhin. So. Was könnten wir als nächstes machen? Muss nochmal mich genau umschauen. Das hier hinten sieht aber schon verdächtig aus, das Rote, aber das können wir nicht anklicken. Hier das verbundene Buch finde ich auch, aber das sind einfach nur Boxen, die leer sind anscheinend. Ich versuche nochmal mit dem Butler. Der müsste uns eigentlich... Hallo nochmal, ihr beiden. Wie kann ich euch helfen? Nee, da können wir auch nichts fragen. Aber dann müsste der nicht eigentlich unseren Anweisungen Folge leisten, so ein bisschen? Ich meine, er ist der Butler und wir sind hier Gäste. Backzutaten können wir... Ja, den Herd können wir nicht anscheinend. Die Fußmatten können wir auch nicht. Hat sie noch irgendwas Neues? Hi. Nee, das hatten wir alles schon. Okay. Dann muss ich doch nochmal ein bisschen rumklicken und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich was gefunden habe. So, da sind wir wieder. Ich habe hier im Kinderzimmer noch eine Notiz gefunden. Kann ich euch gleich zeigen, wo. Das hier fällt ganz schön auf, denkst du nicht? Nimm nicht einfach Dinge von den Wänden, Lee. Ich nehme das Stück Papier aus Lees Hand und hänge es wieder auf. Ach komm schon, lass mich wenigstens erstmal lesen. Alles klar, wir werden es lesen, aber wir müssen es nicht bewegen. Es ist nicht höflich, einfach mit dem Raum von jemandem so rumzuspielen. Sheesh, okay. Lee und ich lehnen uns beide näher an die Wand, um die Notiz zu lesen. Hinter dem Sonnenuntergang von Rot öffnet sich ein Abgrund. Und hinter dem Abgrund ist die Hand des Herrschers, der das Land bewegt. Bewegt und dreht bis pop. Offen drinnen, die Wahrheit wartet auf die Gläubigen. Wenn die Zeit richtig ist, dann wird die Hand Gottes sie aus ihrem Schutz herausholen. In Sicherheit. Das ist ein weiteres Stück, Geschichte. So scheint es. Okay, haben wir uns dazu was aufgeschrieben? Ich guck mal direkt. Ist es das hier? Ja, hinter einem Sonnenuntergang aus Rot. Jetzt frage ich mich natürlich... Ich hatte ja die ganze Zeit geguckt nach Vorhängen, ob das jetzt darauf anspielt, dass hinter irgendeinem roten Vorhang irgendwas versteckt ist. Kann natürlich sein, dass ich einfach zu früh nach den Vorhängen gesucht habe.
Das heißt, ich frage mich, ich ziehe den Vorhang übers Bett. Was machst du da? Naja, da wurde doch ein Vorhang erwähnt in dieser Geschichte. Ah ja, tatsächlich. Ha, dir fällt auch jede kleine Sache auf, oder? Oh, naja, das ist ja irgendwie... Aber schau mal, hier ist nichts, also lass es sein. Okay. Das heißt, wir können jetzt aber wahrscheinlich nochmal alle Vorhänge anklicken, dann machen wir das. Ich frage mich, ob... Ich ziehe den Vorhang über die Wand. Was machst du da? Naja, da wurde doch ein Vorhang erwähnt. Dir fällt auch jede kleine Sache auf, oder? Oh, naja, wegen... Aber hier ist nichts, also lass es einfach sein. Okay, sie sagen, glaube ich, immer dasselbe. Dann... Huch, Moment. So, das überspringen wir mal. Was ist denn hier? Ich frage mich, ob... So, okay, da ist aber nichts Neues. Da sind... Ah, da sind Risse in der Wand, hat er gesagt. Okay, gut, aber das wussten wir schon vorher. Was ist hier? Wozu das? Ein... Wurde erwähnt. Ja, dir fällt jede Kleinigkeit auf. Okay, aber da ist nichts weiter. Okay, aber zumindest... Wo gab es denn noch einen Vorhang? Hier bei den Eltern war noch einer, ne? Das machen wir mal noch. Ich frage mich, ob... So, wir ziehen den Vorhang. Was machst du da? Dir fällt jede kleine Sache auf. Lass es einfach sein. Okay. Wo war denn... Ach, in der Küche war noch einer, ne? Probieren hier nochmal. Oh, da scheint was zu passieren. Was ist denn los, Boss? Nur um meine Neugier zu stillen. Mit einem Wisch bewege ich den Vorhang zur Seite. Da ist ein Gemälde. Ja, diese Seite mit der Geschichte drauf hat doch einen Vorhang erwähnt, deswegen, weißt du? Ich dachte einfach, naja, warum nicht? Ha, sehr clever, Boss. Ziemlich langweilig für ein geheimes Gemälde. Naja, aber es ist ja geheim, das macht es doch irgendwie aufregender, oder? Naja, es wurde von einem Vorhang verdeckt, Boss. Wir haben es der Welt enthüllt. Zum ersten Mal seit Jahren. Und jetzt ist es Schönheit, die alle angucken können. Was, wenn es verdeckt war, weil es hässlich war? Es ist ein bisschen hässlich, oder? Tja, zu spät. Die schreckliche Hässlichkeit wird jetzt von allen gesehen und das ist deine Schuld. Oh, das ist nicht... So eine Art Stress brauche ich heute nicht. Ich muss einfach nur... gründlich sein. Ich muss das Gemälde auch noch von der Wand abnehmen. Es steckt ganz schön fest. Wow, Boss, du versuchst zu stehlen? Das passt aber gar nicht zu dir. Nein, ich versuche nicht zu stehlen. Ich dachte nur, naja, wenn der Vorhang was dahinter hatte, dann das vielleicht auch. Aber es steckt fest. Vielleicht gibt es eine besondere Art, das abzunehmen. Also, du weißt schon, besonderer als ziehen. Oh ja, na klar. Da ist ja schließlich noch der andere Teil der Geschichte. Oh, ja, vielleicht. Gib mir eine Sekunde und ich versuch's. Okay, mal gucken. Du denkst schon wieder nach. Ohne Lee zu antworten, greife ich nach dem Gemälde. Wie soll ich es bewegen? Okay, Moment, dafür muss ich nochmal gucken. Also es gab auf jeden Fall rechts, links und so zur Auswahl. Ah nee, Moment, die Karte will ich nicht. Wir müssen das hier nochmal lesen. Also, hinter dem Vorhang ist die Hand Gottes und die dreht das Land. Dreht, dreht, dreht bis Pop. Und da drin warten die Gläubigen und wenn die Zeit richtig ist, Er dreht das Land. Drehen, drehen, drehen bis Pop. Das klingt eigentlich... Ja, ich weiß nicht. Ist da irgendwie... Drehen, drehen, drehen bis es abgeht. Das klingt ja eigentlich, finde ich, nicht, als müsste man es in verschiedene Richtungen drehen, ne? Also zumindest ist ja zweimal dasselbe Wort auch und so. Ich weiß nicht. Ich muss noch mal gucken, was es zur Auswahl gab. So, wir schauen noch mal. So, wir haben links, links, rechts, rechts. Rechts, links, links, rechts.
Nur links, links, rechts, links, rechts, 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 links. Drehen, 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 bis es abgeht, sagte der Text. Das klingt, ich würde eigentlich links, 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 links nehmen. Ich finde, das klingt wie so ein Schraubglas. Aber das ist ja auch die bescheuertste Option, also vielleicht auch nicht. Twisting, twisting, until pop. Vielleicht meinen die auch, aber was, Moment, ich muss noch mal nach Hinweisen suchen. Also, hier. Ist da irgendwo ein L versteckt oder ein R? Hinter dem, also er dreht das Land. Und dann drinnen wartet irgendwas. Da steht halt nur, dass er es dreht, ne? Da steht keine. Da sind nicht mal irgendwie Ls oder Rs versteckt. Twisting hat weder ein L noch ein R. Ich mache einfach mal alles links. Wird schon passen. Mal gucken. Oder ich weiß nicht, links, rechts, links, rechts. Gibt's das? Left, right, left, right. Ja, lass uns das mal probieren. Ich versuche das Gemälde zu bewegen. Links, rechts, links, rechts. Ja, es ziemt sich sehr schnell und oder es funktioniert halt nicht und ich muss aufhören. Ich probiere nur links. Das ist bescheuert, aber ich probiere es mal. Ja, tatsächlich. Mit zuversichtlich rotiere ich das Gemälde einmal im Uhrzeigersinn, bis ich einen Klick höre. Dann hebe ich das Gemälde von der Wand. Wow. Wie ist dir das eingefallen? Oh. Naja. Dieses Märchen, das wir gefunden haben, hat das alles für mich erklärt. Wer würde solche Hinweise liegen lassen? Bin ich sicher. Irgendwer mit schlechtem Gedächtnis? Oder jemand, der versucht, diskret zu sein? Diskret, ha? Huh? Wie auch immer, lass uns das Ding aufsprengen. Also ich will ja deine Blase jetzt nicht platzen, aber wie? Wir werden einen Weg finden. Oder ich werde es einfach kaputt hauen. Warte mal. Also ich würde wirklich gern wissen, was in diesem Safe ist, aber wir können es nicht einfach zerkloppen mit, ich mache eine Bewegung Richtung des Butlers, der da nur ein bisschen weit entfernt in der Küche steht. Oh, ja. Ich schätze, wir sollten uns irgendwie darum kümmern. Lass uns wenigstens gucken, was drin ist, bevor wir irgendwas machen, okay? Ja, schön. Lee platziert seine Hand auf dem Safe. Da ist eine Menge Kram drin. Also wirklich eine Menge. Aber es scheint kein Geld zu sein, schade. Ja, aber Geld würde uns auch nicht helfen, hier rauszukommen, Lee. Lass uns darauf fokussieren, was wir haben. Okay, wir haben also den Safe. Alles klar. Lass uns... Lee, komm schon. Wir können nichts machen mit diesem Safe, bis der Butler hier weg ist. Ach, verdammt, du hast recht. Okay, Butler, du wirst gerade dringend woanders benötigt. Hallo nochmal, ihr beide. Wie kann ich euch helfen? Könntest du dich bewegen? Irgendwie? Bewegen? Nun, aber wozu das denn? Kein Grund, wirklich. Wir wollen nur ein bisschen Privatsphäre. Privatsphäre in einer Küche. Ja, Privatsphäre in der Küche. Wir haben uns nur gefragt, ob wir den Ofen benutzen könnten. Das ist alles. Weil wir, wir stehen ja direkt davor. Achso, nee, sie stehen direkt davor. Nun, es ist normalerweise meine Aufgabe, den Ofen zu benutzen. Niemand anderes sollte seine Hände mit dieser Arbeit schmutzig machen. Außerdem ist dies mein Posten, sehen Sie? Bis der Master oder die Mistress nach mir rufen, darf ich diesen Ort nie verlassen. Ich bin ja immer für Sie da, wissen Sie? Ach komm schon, nicht mal ein bisschen? Nur ein kleines Stück zur Seite? Das kann ich nicht. Das hier ist mein Posten. Ich weiß gar nicht, was er sagt, aber also, dass er einen Stock im Arsch hat im Prinzip. Lee! Es tut mir leid wegen ihm. Er scheint sich demnächst nicht ohne guten Grund zu bewegen. Okay, vielleicht können wir Isaac einfach bitten, ihn ranzurufen. Mal gucken. Isaac, kannst du mal deinen Butler rufen? Hallo?
Nee, okay, da sagt er nichts zu. Ach so, Moment, Moment. Es gab doch was. Was ist mit dem Butler? Der Butler wird sich nicht von seinem Platz wegbewegen. Oh, nun ja, er ist schon eine Weile lang so. So was, so nervig? Nein, nein, es ist wirklich in Ordnung, denken Sie nicht? Er ist nur ein bisschen, nun ja, ein bisschen störrisch nach diesen Dingen. Dingen? Er wird sich bewegen, seien Sie einfach geduldig. Er ignoriert mich. Wir haben wirklich keine Zeit, alter Mann. Nun, dann werdet ihr euch wohl welche nehmen müssen, haha. Ernsthaft, du wirst ihn nicht bitten, sich zu bewegen? Isaac ignoriert Lee. Okay, er hilft uns auf jeden Fall schon mal gar nicht weiter. Dann fragen wir mal die Lady, ob dieses vielleicht machen würde. Hallo. Ja, könnten Sie den Butler rufen? Hey, haben Sie eine Glocke oder so für diesen Butler? Denken Sie, Sie könnten diese für uns läuten? Ring, ring, einfach so? Eine Glocke? Nun, nein, wir haben keine Glocke. Ach du meine Güte. Außerdem, ich brauche gerade gar nichts. Ich genieße meinen Frieden und die Stille hier. Vielen Dank. Ja, danke. Okay, mehr sagt sie nicht. Schade. Ich hatte das Gefühl, Isaac würde dann noch mehr. Na gut, dann Priscilla. Rufst du vielleicht den Butler für uns? Hi. Ja, könntest du den Butler rufen? Priscilla? Du meinst Newton? Ich nenne ihn Newton. Ach. Moment mal. Wenn der Butler Newton heißt, heißt das, dass der Butler und Isaac, dass sie was haben? Also, dass er was mit dem Butler hat? Nein, ich werde ihn nicht rufen. Was? Warum nicht? Wenn ich gerade puzzle und Newton kommt rein, dann löst er die immer schnell. Ich hasse das. Das ist mein Puzzle. Ich will es lösen. Ich habe noch nie ein Kind gesehen, das so ernst mit Puzzeln umgeht. Ich schätze, wir haben absolut kein Glück hier. Danke trotzdem, Priscilla. Newton? Das war doch der Name auf dieser Liebesnotiz. Also heißt der Butler Newton, hä? Huh? Sehr interessant. Ja, sehr interessant indeed. Können wir ihn da direkt mal drauf ansprechen? So, seit ich entdeckt habe, dass man auch mit dieser Karte reisen kann, mache ich mir nicht mehr die Mühe, mich da durchzuklicken. Ich habe mich nämlich dauernd verlaufen. Deswegen müsst ihr mir das verzeihen übrigens an der Stelle. Können wir ihn da mal drauf ansprechen? Hallo nochmal, ihr zwei. Wie kann ich euch helfen? Also, du und Isaac, hä? Huh? Entschuldigen Sie? Du und Isaac, ihr... Ich weiß gar nicht, was man auf Deutsch dazu sagt. Ja, ihr macht schmutzige Dinge, hä? Huh? Das ist... Was mein Freund hier versucht zu sagen, ist... Nein, nein, Doc, ich hab das schon. Oh nein. Du und Isaac, ihr habt ein ganz schönes Geheimnis, hä? Huh? Hinterm Rücken der Kinder und hinterm Rücken seiner Frau. Eure Liebe total in den Schatten. Das muss echt schwer für dich sein, oder? Lee, das ist... Oh Gott, ihn aufhalten oder ihn weitermachen lassen? Ach, letztes Mal haben wir ihn weitermachen lassen und es ist nichts passiert. Insofern wird schon passen. Okay, Lee. Yes, Sir. Was? Bitte hören Sie auf. Nein, nein, wir sind noch nicht fertig. Oh mein Gott, okay, Lee ist aber auch ganz schön. Nicht, bis dir klar wird, wie viel Macht wir in der Situation haben. Wir könnten alles zerstören, was du übrig hast. Deine ganze Welt. Und denkst du nicht, das ist genug, dass du auf uns hören solltest, wenn wir dich bitten, was zu tun? Das ist... Alles, weil ich dieses Zimmer nicht verlassen wollte? Ihr zwei seid Monster. Grauenvoll. Wenn die neue Welt kommt, dann wird ihr ganz sicher vernichtet werden. James wird da sicher gehen. Na dann, hol doch deinen Anführer, hol deine Götter, schick sie alle. Wir werden sie zerstören und aus diesem stinkenden Loch rauskommen. Ich... Der Butler rennt nach oben.
Wow, du hast es ihnen wirklich hart gegeben. Ich weiß, oder? Oh, das hat sich echt gut angefühlt. Oh, endlich fühle ich mich ein bisschen besser darüber, hier unten gefangen zu sein. Immerhin haben wir jetzt diesen Typen in unserer Hand. Ja, ich schätze, dass es war. Aber ich fühle mich ganz schön schlecht. Er schien wirklich sauer. Ah, er war doch einfach nur ein Typ, der eine Affäre mitgemacht hat. Denkst du nicht, das ist ein bisschen harsch für nur eine Affäre? Ich schätze schon, aber klang ja nicht danach, als würde die Frau dazu stimmen, oder? Das ist ganz schön, ja, das ist ganz schön kacke, so auf andere Leute zu stehen und nicht mal drüber zu reden. Ich meine, ich würde niemanden hintergehen, ohne ihnen vorher zu sagen, dass das eine offene Sache ist. Ich bin nicht sicher, dass das ist, was hier los ist, Lee. Ich glaube, das waren einfach nur zwei verwirrte Leute in einer schlechten Situation. Du sagst es jetzt, aber du hast nichts gemacht, um mich aufzuhalten. Du hast mich sogar angefeuert. Das war... Was auch immer. Lass uns einfach diesen Safe öffnen. Okay. Ich hoffe, Newton geht's gut. Oh, wo ist der denn jetzt? Können wir einmal kurz nach ihm suchen? Da ist er! Hallo, ihr zwei. Ja, es tut mir wirklich leid, was geschehen ist. Er war wirklich ziemlich hart. Ich meine, er hat schon ein bisschen recht. Leute zu hintergehen ist echt assi. Aber ich meine, da hätte er auch den Isaac für anschreien können und nicht nur Newton. Ja, es tut mir wirklich leid, was passiert ist. Ich wollte mich wirklich dafür entschuldigen, was in der Küche passiert ist. Bitte, hören Sie auf, es zu erwähnen. Dein Freund hat seine Motive sehr klar gemacht. Wenn möglich, dann hätte ich gerne nichts weiter mit Ihnen zu tun. Aber das ist nicht meine Wahl, oder? Recht so. Es ist jetzt dein Job, uns glücklich zu lassen. Lee, bitte. Ein Monster. Okay. Ich hoffe, das hätten wir auch anders machen können. Sagt Isaac denn irgendwas dazu? Hallo? Können wir jetzt nochmal fragen? Du und Newton? Ja? Du und Newton, ihr habt ein kleines Geheimnis, oder? Das ist... Bitte, um aller Willen, bitte bleibt so leise wie möglich darüber. Ich werde so leise bleiben, wie ich kann. Solange ihr uns helft, wenn wir es brauchen. Nun, ich scheine keine Wahl zu haben. Nope. Lee. Also, oh Mann, ich fühle mich jetzt echt schlecht, ne? Das ist schon... Ich weiß nicht. Ja, ist schon richtig. Betrügen ist halt wirklich kacke, aber das ist auch kacke. Können wir den Schrank öffnen? Könnten Sie diesen Schrank für uns öffnen? Nun, wofür das denn? Weil Serena ihr Buch zurück will und wir wissen Bescheid über dich und Newton. Deswegen. Also, wenn du willst, dass wir unsere Münder geschlossen halten. Ja, ich verstehe. Bitte sag nichts weiter. Isaac holt schnell den Schlüssel aus seiner Tasche und öffnet den Schrank. Nehmt, was immer ihr möchtet. In Ordnung, danke. Du widerst mich an. Leise nehme ich das Buch aus dem Schrank. So wie das seltsam aussehende Objekt. Seltsames Objekt? Oh, das sieht wirklich seltsam aus. Und das blaue Buch. Soll ich die Rückseite lesen? Ja, mach mal. Unsere Helden finden sich an einem isolierten Ort, fast vollständig leer von jeglichem Leben. Werden sie finden, wonach sie suchen, oder werden sie vergehen wie die Landschaft? Nice, wir haben ihnen echt gezeigt, wer der Boss hier ist. Das fühlt sich echt nicht gut an, aber nun, ich bin froh, dass wir Serenas Bücher alle wieder kriegen. Ob wir das anders... Was wäre denn, wenn wir ihn aufgehalten hätten? Hätten wir das auch anders lösen können? Ich weiß nicht. Alles klar, lass uns das Ding aufsprengen. Ich hoffe, was immer da drin ist, wird all das wert sein, was wir hier durchgemacht haben. Ach, was ich gelernt habe auf der Straße, ist fast jeder Safe ist wert, geöffnet zu werden. Ich will das wirklich nicht wissen. Aber...
Okay, also ich meine, wir können diesen Safe aufmachen, aber wie? Es fühlt sich an, als hätten wir nicht viele Optionen. Oh, Kumpel, das ist lächerlich. Wir haben so viele Optionen. Wie was? Okay, wir können den Kleiderhaken nehmen. Brute Force. Oder versuchen zu raten, was die Kombination ist. Ich probiere erstmal den Kleider. Ich mache einfach von oben runter. Lass uns diesen Kleiderhaken benutzen. Den Kleiderhaken? Echt? Naja, ja. Vorsichtig versucht Lee, den Kleiderhaken in den Safe zu schlängeln. Passt nicht. Duh. Okay, dann Brute Force. Lass mich es Brute Forcen. Ehrlich? Du denkst, du kannst das machen? Absolut kann ich. Lass mich nur ein bisschen Hebelwirkung kriegen. Lee drückt seinen Fuß gegen die Wand und beginnt an dem Safe zu ziehen. Mit scheinbar all seiner Kraft. Plötzlich ist es ein lautes Klick. Hat's geklappt? Als Lee sich zurückzieht... Was? Mit einem lauten Knall schlägt Lee auf den Boden auf. Nein! Lee! Schon wieder! Lee! Oh Gott, nein! Ich versuche, sein Gesicht anzusehen, aber er ist schon weg. Lass Lee nicht sterben. Ach du Kacke. Und ich dachte, ist das das Ende? Lee ist explodiert. Ach du Scheiße, ich wusste nicht, dass... Also ich meine, ich schätze schon, Saves können sowas haben, aber das ist ja... Nein, so lassen wir es nicht enden. Wir versuchen mal die Kombination zu raten. Lass mich raten. Raten? Weißt du, wie lange das dauern könnte? Nicht so lange. Hast du jemals erfolgreich die Kombination für einen Safe geraten, Lee? Nee, aber wie schwer kann es sein? Echt schwer, Lee. Lass mich mal versuchen. Schön, schön. Was ist die Kombination? Ich weiß nicht. 1, 2, 3, 4? Was kann ich... Achso, ich kann nur Give Up klicken. Okay. Wir werden es später nochmal probieren. Gut, dann müssen wir also die Kombination finden. Können wir... Oh, die Ofentüren. Können wir jetzt tatsächlich den Ofen benutzen, wo er weg ist? Nun, jetzt haben wir uns schon all die Mühe gemacht. Jetzt könnten wir den hier auch aufmachen und gucken, was drin ist. Das riecht ein bisschen. Bist du sicher, dass wir das machen wollen? Ich mache mir all diese Mühe, diesen Kerl durchzukauen und du willst jetzt nicht mehr? Nein, komm, lass machen. Ich greife nach dem Griff und da ist kein Griff. Kein Griff? Nicht ernsthaft. Lee klatscht mit der Hand gegen den Ofen. Ew. Was ist denn? Es ist Brot. Da ist so viel. Ich glaube, ich werde krank. Hä, ist Brot so schlimm für dich? Ja, ist es. Und hast du mich jemals das Zeug anfassen sehen? Nein. Also lass das verdammte Ding geschlossen. Aber wir haben uns so viel Mühe gemacht. Wenn du es aufmachen willst, dann krieg's gefälligst selber auf. Ach, du hilfst nie. Der Ofen bleibt erstmal geschlossen. Okay, da ist wirklich einfach nur Brot drin, ne? Was hier mit dem Topf? Ist da irgendwas? Ein leerer Topf. Sieht aus, als würde die Hitze noch funktionieren. Ah, wir könnten diese Kerze schmelzen, wenn es nötig wäre. Was denkst du, Boss? Ich schalte die Hitze an und warte. Ja, das Gas geht an. Was soll ich machen? Huch! Willst du das da reinmachen? Ich weiß nicht, worauf ich geklickt habe. Ich glaube, ich habe aus Versehen auf den Schwertgriff geklickt. Du weißt schon. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache das falsch rum. Ach, warte mal. Priscillas Puzzle? Was? Welches Puzzle? Moment, ich bin verwirrt. Wir machen erstmal die Kerze heiß. Das ergibt ja wenigstens Sinn. Die Hitze wird höher und ich tue die Kerze rein, die wir aufgehoben haben. Du schmilzt die Kerze. Und was jetzt, Doc? Als die Kerze weich wird, dippe ich den Keramik-Schwertgriff ins Wachs. Du machst eine neue Kerze mit einer fancy Halterung.
Ich tue meine Kreation auf die Basis des Ofengriffs. Wir machen einen Griff, einen neuen. Oh, hey, das ist schlau. Ja, ja, das habe ich natürlich die ganze Zeit geplant. Warte, das bedeutet, du wirst es öffnen. Ah, schrecklich. Ja, es hat funktioniert. Ich kann dich hinsehen. Du bist ein Baby. Halt die Klappe und such nach was Nützlichem im Arsch. Ich lache und suche in dem Stapel Brot nach irgendwas Nützlichem. Das Einzige, was hier drin ist, außer das Brot, ist dieses Messer. Nice, Messer, gib mir. Okay, du kannst es halten, aber wenn wir es benutzen müssen für irgendwas, dann erwarte ich, dass du das machst. Schön, schön. Messer halten. Okay, cool. Das war alles genau so geplant. Was haben wir denn jetzt noch? Oh, den Safe an der Wand können wir noch angucken. Hinter dem Vorhang, hinter der Wand, ist ein Safe. Aber wie kriegen wir es auf? Ich kann eigentlich hier niemanden danach fragen, weil es ist ja ein Safe. Okay. Alles klar. Ja, aber ich würde sagen, den Rest machen wir dann in der nächsten Folge von One Night Lee and the Dinner Party. Ist schon ziemlich lang geworden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und damit bis dann.